Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, meine lieben Freunde, vorab entschuldige ich mich für den etwas hallenden Ton heute in diesem Video, denn ich habe euch heute mit in meine Küche genommen. Ich möchte euch heute nämlich die Ninja Creamy Eismaschine vorstellen. Das Ganze soll ein kleines Unboxing werden, heißt, ich werde das Ganze auspacken, werde ich das gesamte Zubehör zeigen und natürlich werde ich euch auch ein bisschen was zu den technischen Details der Ninja Creamy Eismaschine erzählen und natürlich werde ich dann das Ganze für euch auch mal anschmeißen und für euch ein leckeres Sorbet zaubern oder eine Eiscreme mal sehen, damit ihr das Ganze euch auch mal seht, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Gut, so viel dazu. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Unboxing. Link zur Maschine findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Ich habe 159 Euro bezahlt. Falls ihr gerade am 16. oder 17. Juli euch zufällig das Video hier anschaut, dann kann es sich für euch lohnen, falls ihr auch Interesse an dieser Maschine habt, denn am 16. und 17. Juli sind wieder die Amazon Prime Deals. Schaut einfach mal vorbei, vielleicht habt ihr Glück und bekommt die Maschine etwas günstiger. Gut, so viel dazu. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Unboxing. Vorab würde ich mich auch noch sehr darüber freuen, wenn ihr mich und meine Arbeit hier auf dem Kanal unterstützen wollt, indem ihr einfach dem Video hier an dieser Stelle schon mal einen Daumen nach oben gebt. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Unboxing. Los geht's. So, dann werden wir das Ganze mal aus der Kiste befreien. Na. So. Okay, dann schauen wir mal. Hier haben wir jetzt als erstes einen von drei Bechern. So sieht das Ganze aus mit Deckel. Das sind die Becher, wo dann die Basismasse reinkommt, die ihr dann in die Maschine einsetzt. Okay, also einer von dreien. Dann haben wir einen weiteren Deckel. Hier haben wir einen weiteren Becher, ebenfalls auch wieder mit Deckel. Fassungsvermögen haben wir 460 Milliliter. Insgesamt haben wir 1,4 Liter, die man hier an Eiscreme herstellen kann mit den drei Bechern. Ganze ist natürlich auch BPA-frei und das Coole hier ist an den Bechern, die kann man auch einfach dann nach dem Benutzen in die Spülmaschine schmeißen. Okay, Becher Nummer 2. Gut, das war's erstmal. Dann haben wir jetzt nur noch... Ach, hier haben wir noch eine Kiste. Okay. Was haben wir hier? Das ist nichts. Okay, das war nur ein Polster. Ja, dann kommen wir schon zur Maschine. Dann würde ich sagen, wuchte ich das ganze Ding mal hier raus. Hoppala. So. Okay. Da haben wir schon mal das gute Stück. Noch ist das Ganze verhüllt. Dann haben wir hier jetzt noch einen Briefumschlag. Ja, sieht nach Gebrauchsanweisung aus und das Rezeptbuch. Und das war's erstmal. Gut, da kann ich auch mal die riesengroße Kiste beiseite tun. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns kurz erstmal das an, was jetzt hier alles in diesem weißen Umschlag enthalten ist. Ah ja, okay, als erstes kommt uns hier erstmal die Bedienungsanleitung entgegen. Okay, dann haben wir hier so... Ja, weitere Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen, Französisch, Englisch, Spanisch und Deutsch, also Leitfaden. Okay, und hier haben wir das Rezeptbuch. Hier findet ihr jede Menge Rezepte, die ihr dann ganz einfach nachmachen könnt. Sehr schön gemacht, sehr viele Bilder. Okay, also auch in unterschiedlichen Sprachen sehe ich gerade. Also Deutsch wird es dann wahrscheinlich auch geben.
Ja gut, okay, da schauen wir dann rein. Also hier werde ich auf jeden Fall dann ein Rezept rausnehmen, wenn ich euch dann am Ende des Videos hier noch ein leckeres Eis oder so wie vorbereite. Sehr schön, hier gibt es jede Menge Rezepte mit, ja wie gesagt, für euer Eis. Gut, dann würde ich sagen, macht es länger spannend, ich packe das Ganze jetzt mal hier aus. Alles übrigens in Papier, nicht in Plastikfolie oder so, also in Kunststofffolie. So. Oh nein, es geht weiter. Okay. Gut, dann, ja, würde ich sagen, ich baue ganz kurz nochmal um, damit ihr es besser seht und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und weiter geht's. Ich habe gleich mal ein bisschen Platz geschaffen. Noch mal so eine Pappe. Dann befreie ich erstmal das Ganze, damit man auch das schöne Design sieht. Freunde, da haben wir es doch jetzt schon mal. Dann haben wir hier jetzt noch den Becher. Wie kriegt man den? Ah, okay. So, da haben wir hier jetzt den Becher. Da ist auch noch etwas drin und da ist schon mal ein bisschen was hier drauf. Das machen wir einfach mal alles ab. So, da haben wir jetzt den großen Becher, wo die kleinen Becher dann reinkommen. Wie gesagt, werde ich euch gleich ein bisschen noch was zu erzählen. Ich werde das Ganze erstmal öffnen, denn hier in diesem Becher befindet sich jetzt der dritte Becher. Okay. Und hier haben wir jetzt, vermute ich, das Messer drin. Genau, das befindet sich hier drin. Und da haben wir das Klingenteil oder das Messer halt oder das Rührteil, was euch dann das Eis schön cremig schlägt oder rührt, je nachdem wie ihr wollt. Sehr massiv, sehr stabil auf jeden Fall. Okay, gut. Ja, jetzt haben wir erstmal das. Jetzt würde ich sagen, kommen wir zur Maschine. Ich hoffe, ihr seht das jetzt relativ gut. So sieht das Ganze aus. Ich mach's mal ein bisschen nach hinten. Also auf jeden Fall schon mal ein sehr schönes, schmales Design. Ihr seht es schon, sehr schmal, ein bisschen sehr hoch. Erinnert ein bisschen an eine Kaffeemaschine. Wir haben hier ein Anthrazit, so ein schwarzes Kunststoffgehäuse ringsrum. Sieht sehr robust aus. Sieht es nicht billig aus, ist also nur Kunststoff, aber trotzdem sieht halt wirklich sehr hochwertig aus. Fühlt sich auch sehr hochwertig an. So sieht das Ganze von hinten aus. Ja, und hier vorne haben wir das Wichtigste der Maschine, und zwar die 7 Einstellfunktionen, womit ihr euer Eis kreieren könnt. Und zwar einmal die Eiscreme-Funktion, dann Sorbet könnt ihr machen, ein Light Ice Cream, ein Smoothie Ball, Gelato, also richtig italienisches Eis, ein Milchshake. Ihr könnt auch über die Extra-Taste in euer Eis noch Zutaten reinmachen, Schokolinsen oder Smarties oder was ihr halt wollt, Oreo-Kekse. Könnt ihr alles durch diese Taste dann unterrühren. Hier habt ihr die Power-Taste und Respin ist, wenn das Eis ein bisschen krümelig geworden ist oder ihr das noch ein bisschen cremig haben wollt, da könnt ihr dann das Ganze nochmal durchrühren. Gut, okay, so viel dazu. Also wie gesagt, macht wirklich einen sehr hochwertigen Eindruck, auch wenn es nur Kunststoff ist. Aber es hat auf jeden Fall was. Also es sieht nicht schlecht aus von der Gestaltung her. Wie gesagt, schön schmal, nimmt jetzt nicht viel Platz weg. Gewicht haben wir übrigens 6 Kilo wiegt das Ganze. Ja. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, den zusätzlichen Becher dazu, wo man dann die Becher mit der Basismasse reintut. So. So sieht das Ganze dann aus. Verschließt das Ganze dann und das kommt dann hier in die Maschine rein. Ja, so viel dazu. Also, das war es jetzt eigentlich schon mit dem Unboxing, weil mehr ist jetzt wirklich nicht. Wie gesagt, dazu gibt es noch das Rezeptheft, wo ihr jede Menge Rezeptideen drin habt. Ihr könnt euch euer eigenes Eis zubereiten, das ist das Besondere an der Ninja Creamy.
und ihr könnt euch dann entsprechend auswählen, was ihr wollt, halt Ice Cream, Sorbet oder Light Ice Cream. Also richtig, richtig cool. Wie gesagt, ich werde euch dann ein bisschen was zeigen. Ja, so viel jetzt erstmal dazu. Gut, achso, was ich euch natürlich noch zeigen wollte, wie ihr die Klinge hier einsetzt, also dieses Messer. Und zwar habt ihr hier diesen Deckel dafür, für diesen zusätzlichen Topf, der hier reinkommt, wo ihr dann den Becher drin habt mit dem, mit eurer Eismasse. Und zwar habt ihr hier ganz einfach, könnt ihr das hier einfach rein, also hier diesen Hebel los. Dann öffnet sich das Ganze, könnt ihr das Ganze hier reinstecken und schon ist hier die Klinge drin. Wie funktioniert das Ganze? Das Ganze ist nicht wie eine Kompressor-Eismaschine. Und zwar gibt es ja diese Eismaschinen, diese Kompressor-Eismaschinen, wo ihr das Ganze gleich direkt zubereiten könnt und gleich verarbeiten könnt und euch gleich ein Eis herstellen könnt. Bei der Ninja Creami ist es so, dass sie keine Kühlfunktion hat wie eine Kompressor-Eismaschine. Also eine Kompressor-Eismaschine erzeugt ja Kälte, wodurch die Zutat, die ihr reingibt, gleich zu Eis gefriert sozusagen und das Ganze dann angerührt wird. Hier in dem Fall bei der Ninja Creami ist es so, dass es ja eigentlich an sich jetzt nur eine Rührmaschine ist oder eine Eis, wie soll man sagen. Ja, sie verwandelt halt die Zutaten in Eis und schlägt das Ganze cremig auf. Also ihr müsst die Basismasse zubereiten, dann kommt das Ganze für 24 Stunden in den Frost und nach 24 Stunden, wenn das Ganze dann gefroren ist, also ihr könnt das Eis nicht direkt genießen, sondern erst nach 24 Stunden. Allerdings finde ich hier den großen Vorteil, ihr habt drei Becher halt mit dabei und könnt euch dann dementsprechend natürlich schon Masse vorbereiten. Und wenn ihr halt nach Hause kommt und irgendwie mal Bock auf Eis habt, dann habt ihr natürlich schon was Vorgefrorenes im Frost und könnt euch dann einfach ganz schnell, ohne lange 24 Stunden zu warten, direkt ein Eis zubereiten. Das Ganze funktioniert dann wie gesagt so. Hier habt ihr die Basismasse drin. Das Ganze kommt in diesen Topf, jetzt ohne Deckel. Das Ganze kommt dann hier so rein. Dann macht ihr den Deckel drauf. Zack, verschließt das Ganze. Dann wird das Ganze hier in die Maschine reingestellt. Hier habt ihr einen zusätzlichen Hebel, womit das Ganze angehoben wird. Und dann wird das Ganze hier verriegelt. Eigentlich. Jetzt das Ganze verriegelt. Und dann müsst ihr halt einfach nur noch auf Power und dann euer jeweiliges Programm auswählen, was ihr möchtet, wie so ein Eiscreme, Sorbet, Light Eiscreme, Smoothie oder Gelato oder ein Milchshake, je nachdem. Und dieses Messer, was hier drin ist, wird dann sozusagen runtergefahren und tut euch das Gefrorene schön cremig rühren in dem jeweiligen Modus, den ihr auswählt. Und sollte euch das Ganze noch ein bisschen zu krümelig werden, dann könnt ihr, wie gesagt, über die Respin-Taste das Ganze nochmal etwas cremiger schlagen. Ich werde es euch alles gleich zeigen, es war jetzt ein bisschen viel Theorie. Ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal soweit durch und ich würde jetzt einfach mal schon ein bisschen was für euch anrühren, zeige euch das kurz und dann werden wir das Ganze natürlich auch mal ausführlich testen. Gut, so viel jetzt erstmal zum Unboxing von der Ninja Creami Eismaschine. So Freunde, ich habe mir zwei Rezepte aus dem mitgelieferten Rezeptbuch rausgesucht. Einmal werde ich ein Erdbeereis ohne Kochen zubereiten. Allerdings auch ohne Erdbeeren, denn statt den Erdbeeren werde ich Himbeeren reinmachen. Ja, die Zutaten sind auch ziemlich simpel. Man benötigt hierfür einfach nur in dem Fall halt jetzt 225 Gramm frische Erdbeeren oder wie gesagt Himbeeren. Man kann das ja auch verändern mit den Früchten, man muss ja nicht unbedingt die Frucht hier reinmachen. Dann 100 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Zuckerrohrsirup, den werde ich weglassen. Dann 1 Teelöffel Zitronensaft und 250 Milliliter Schlagsahne. Dann wird hier gezeigt, was man braucht, eine große Schüssel und einen Schneebesen. Und dann tut man halt das Ganze vermengen zu der Basismasse. Genau, das werde ich dann gleich vorbereiten, werde euch das zeigen, bevor ich das Ganze in Frost tue. Und dann habe ich mich noch für ein Sorbet entschieden. Ihr habt übrigens noch weitere Rezepte drin, hier für so ein Mousse-Aufstrich-Eis oder halt auch für eine Bowl. Da habt ihr unterschiedliche für leichtes Vanilleeis, milchfrei, für Leute, die keine Milch vertragen, sowas. Ja, viele weitere Rezepte und zur Not habt ihr auch noch im Internet, habt ihr auch noch genug Rezepte für unterschiedliches Eis für die Ninja Creami. Genau, frischer Erdbeermilchshake, habt ihr hier nochmal das Rezept, Oreo Milchshake, also wirklich sehr cool. Und hier habt ihr jetzt noch die Rezepte für ein Sorbet. Ja, von Sorbet, genau. Und zwar möchte ich ein Orangensorbet machen. Dafür habe ich mir jetzt 5 Orangen geholt. Die muss ich in 1 cm große Stückchen schneiden, in den Becher rein, ein bisschen den Saft rausdrücken, damit die Süße auch rauskommt. Und das werde ich dann auch daraus zaubern, werde ich euch dann auch kurz bevor ich es in Frost tue, zeigen. Genau, soviel zu den beiden
Rezepten, die ich jetzt testen werde. Und dann, wie gesagt, nachdem das Ganze auch gefroren ist, die 24 Stunden, werde ich euch das Ganze auch mal vorführen und zeigen und ja, mit euch zusammen mal schauen, wie das eigentlich so geworden ist. Gut, so viel dazu. Wie gesagt, das Rezeptbuch habt ihr ja mit dabei, da habt ihr wirklich noch viele andere Rezepte und zur Not könnt ihr auch im Internet nachschauen. Okay, dann würde ich sagen, ich schaue das Ganze mal an und wir sehen uns gleich nochmal wieder. So, liebe Freunde, ich bin fertig mit den Vorbereitungen. Hier haben wir das Himbeereis und das Orangensorbet. Die beiden Becher gehen jetzt in den Frost für 24 Stunden. Für mich dauert es 24 Stunden, für euch dauert das Ganze nur 3 Sekunden. Und zwar 3, 2, 1. Und fertig ist das Ganze, 24 Stunden sind rum. Hier haben wir das Himbeereis. Und hier haben wir das Orangensorbet. Gut, ich werde alles vorbereiten und dann starten wir als erstes mit dem Himbeereis. Los geht's! Das Himbeereis kommt jetzt hier in den Becher rein. Dann kommt der Deckel drauf. Nicht vergessen, die Klinge einzusetzen. Dann verschließen wir das Ganze. Und dann kommt das Ganze in die Maschine. Hier an der Seite müssen wir jetzt den Hebel betätigen und müssen das Ganze verriegeln. Zack! Und jetzt leuchtet der Display auf und wir haben uns natürlich für Eiscreme entschieden. Dann starten wir das Ganze mal. So, und fertig ist das Ganze. Das hat jetzt circa 2 Minuten gedauert. Gut, schauen wir uns mal das Ergebnis an. Deckel ab. So, zoomen wir mal ein bisschen raus, damit ihr hier gleich mit reingucken könnt, wie das Ergebnis geworden ist. Und da, liebe Freunde, haben wir das Ergebnis. Okay, ist ein bisschen krümelig geworden. Ich würde sagen, ich rühre das Ganze nochmal ein bisschen um. Also nochmal ein neuer Versuch. Dafür haben wir die Respin-Taste, damit man das Ganze, wenn es einem vielleicht von der Konsistenz her jetzt noch nicht so gefällt, kann man das Ganze einfach nochmal rühren lassen. Das Ganze werde ich jetzt nochmal machen. So, wieder verriegeln. Und dann gehe ich jetzt hier auf Respin. So, die zweite Runde ist durch, dann schauen wir uns das Ganze mal jetzt an. Okay. Oh, schaut mal, wir haben jetzt noch ein richtiges Loch hier von dem Rühren jetzt. Ich hoffe, ihr seht das gut. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen besser für euch einzufangen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und so sieht die Konsistenz aus. Also wirklich schön cremig. Das übelste Loch jetzt hier drin. Also das Ganze hat es wirklich schon komplett durchgerührt. Ja, so sieht das Ganze aus. Man sieht auch ein bisschen noch die Himbeerstückchen, so ganz winzige. Gut, dann würde ich sagen, koste ich das Ganze mal. Oh ja. Also richtig, richtig guter Himbeergeschmack. Schön cremig. Ist jetzt auch nicht so süß geworden. Also ich habe diesen Zuckerrohrsirup jetzt nicht mit reingemacht. Ist jetzt also wirklich nicht ganz so süß geworden. Finde ich eigentlich ziemlich gut so. Oh ja. Also dieser Himbeergeschmack ist richtig krass. Und auch die Farbe ist halt schön, schön rosa. Also sehr, sehr schön. Gut. Das war das Himbeereis. Wow, lecker. Freunde, echter Hammer. Ja, gut. Machen wir weiter mit dem Orangensorbet. Und weiter geht es mit dem Sorbet. Das Ganze kommt jetzt hier auch wieder in den Becher rein. Den Deckel musste ich gerade übrigens ein bisschen sauber machen, denn ihr habt es vielleicht vorhin gerade gesehen, hier oben klebte das ganze Himbeereis dran. Ich glaube, der Becher war vielleicht ein bisschen zu voll oder ich weiß nicht, auf jeden Fall war hier oben jede Menge Eiscreme dran. Deswegen musste ich das Ganze erstmal sauber machen. Gut, dann probieren wir mal unser Sorbet. Deckel verschließen wir wieder fest. Und das Ganze kommt hier wieder in die Maschine rein. Dann das Ganze wieder schön verriegelt. Zack. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde, starten wir mal mit unserem Sorbet. Los geht's. Gut, und da haben wir das Sorbet. Schauen wir mal.
Also hier oben klebt es auch wieder ein bisschen was am Deckel. Und ihr habt auch gesehen, dadurch, dass das Ganze nicht ganz voll war, hat man dann natürlich zwischendurch richtig gut das Messer gesehen, wie das hier bis nach ganz unten ist. Und ihr seht, das OB ist jetzt ganz schön flockig geworden. Also ich würde sagen, da drücken wir jetzt einfach auch nochmal Respin durch. Werde ich auch nochmal ganz kurz durchrühren lassen. Okay, die zweite Runde ist rum. Dann schauen wir mal, ob es etwas besser geworden ist. Oh ja, wesentlich besser. Nicht mehr ganz so krümelig. Schöne Konsistenz, schöne Farbe vor allen Dingen. Schaut euch das mal an. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt bei euch, aber wir haben jetzt hier ein richtig schönes, richtig schönes Orangensorbet. Schaut mal. Ohne Zucker, reine Orangen. Ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr Orangensaft reinmachen müssen, dass halt oben das richtig bedeckt ist. Wie gesagt, ich hatte das jetzt nicht bis voll bis zum Strich. Na gut, testen wir einfach mal. Oh, okay. Also ich hätte ein bisschen Zucker dran machen sollen. Ist ein bisschen leicht säuerlich, halt wie Orangen. Aber richtig, richtig schön fruchtig. Richtig schön Konsistenz. Oh ja, das ist richtig gut. Ein bisschen Zucker hätte... Oder ein bisschen Vanillezucker vielleicht sogar. Oh ja, richtig, richtig lecker. Also, ein Sorbet haben wir hier jetzt. Sehr, sehr cool. Okay, Freunde, damit sind wir durch. Ganz kurz nochmal, ich werde gleich zum Fazit kommen. Das Himbeereis ist fast alle. Meine Jungs haben sich mit gerade drauf gestürzt. Deswegen werde ich euch das gleich trotzdem nochmal zeigen. Und wie gesagt, werde mal ein kurzes Fazit zu der Ninja Creamy euch geben. Gut, Freunde, kommen wir mal zu meinem Fazit. Als erstes muss ich sagen, ich finde es gut, dass die Ninja Creamy nicht nur eine reine Eismaschine ist, sondern dass man damit auch noch andere Funktionen hat. Also zum Beispiel, dass man halt noch ein Sorbet machen kann oder so eine Bowl oder ein Milchshake oder ein schönes italienisches Gelato. Das finde ich richtig gut. Und vor allen Dingen, liebe Freunde, muss ich auch sagen, man hat halt die Möglichkeit, wenn man sich ein Eis zubereitet. Man hat einfach unterschiedliche Möglichkeiten, was so die Geschmäcker angeht. Man kann sich einfach mal ausprobieren, gerade was die Eisgrundmasse angeht, was ich euch ja gezeigt habe, wo ich statt den Erdbeeren die Himbeeren genommen habe. Da kann man dann einfach die Basismasse nehmen und entscheidet sich dann einfach für eine andere Frucht oder kann über die Extra-Taste halt noch zum Beispiel Smarties, also Schokolinsen, reinmachen oder andere Zutaten, was man gern hätte, Oreo-Kekse oder sowas. Das finde ich ziemlich cool, dass man hier wirklich eine große Palette dadurch hat, sich unterschiedliches, Eis zuzubereiten, und da kann man natürlich auch viel ausprobieren. Ich werde auch ein bisschen damit experimentieren. Ich möchte am liebsten dann mal gern, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses blaue Engel oder Schlumpfeis testen aus meiner Kindheit. Ich glaube, früher hieß es halt Kaugummi-Eis oder Schlumpfeis. Vielleicht weiß der eine oder andere, was ich meine. Das möchte ich auf jeden Fall gern mal selbst zubereiten. Und ja, der große Nachteil natürlich, was ich vorhin auch schon sagte, ist bei der Ninja Creamy, dass man das Eis nicht sofort genießen kann, da es sich ja hierbei um keine Kompressoreismaschine handelt, sondern wirklich nur um dieses, um eine Eisrührmaschine, kann man eigentlich an sich sagen. Man muss die ganzen Zutaten vorher erstmal 24 Stunden in Frost tun, bevor man dann das Ganze zum Eis umwandeln kann. Allerdings muss ich sagen, ist das jetzt kein direkter Nachteil, denn wir haben 3 Becher mit dabei. Und ich habe auch in diesem Video schon mal gesagt, man kann sich natürlich auch das Ganze einfach schon mal vorbereiten, sein Lieblingseis, macht das Ganze in Frost, und wenn man nach Hause kommt oder Besuch bekommt oder die Kinder haben mal Bock auf Eis, dann nimmt man das Ganze einfach aus dem Frost und hat auch in 2 Minuten ein fertiges Eis. Man kann auch noch zusätzliche Becher bestellen, da kann man dann also 6, 7 solche Becher im Frost haben mit unterschiedlichen Eissorten oder mit einem Sorbet oder so, was man sich dann einfach in die Maschine schmeißt, wenn man mal Bock hat, und dann hat man auch ein leckeres Eis. Also das finde ich jetzt keinen so großen Nachteil. Ja, so an sich, wie gesagt, Preis ist natürlich so eine Sache. 159 Euro muss jeder selbst entscheiden, ob es das wert ist, für vielleicht am Ende 2, 3 Mal Eis machen im Jahr. Ist klar, am Ende landet das Ding vielleicht auch nur in der Ecke. Ist ein stolzer Preis. Wie gesagt, für 80 Euro mehr bekommt man ja schon eine richtige Kompressoreismaschine. Aber am Ende steht die auch nur dann im Weg rum. Wenn man am Ende schon die nicht richtig nutzt, vielleicht nur 2, 3 Mal im Jahr, dann ja, steht das halt im Weg. Muss man also wirklich sich gut überlegen. Ansonsten, wie gesagt, eine coole Sache. Meine Jungs haben sich jetzt gerade wirklich sehr gefreut über das Himbeereis. Das ist auch schon komplett leer. Sorbet auch schon fast. Und ich bin wirklich gespannt. Ich denke mal, ich werde noch 1, 2 Videos für euch machen, wo ich mal, wie gesagt, dieses Schlumpfeis oder dieser blaue Engel probiere. Und finde es auch gut, dass das Rezeptheft mit dabei ist, wo man, wie gesagt, schon viele unterschiedliche Eissorten mit dabei hat und dann gucken kann, oder vom Milchshake her oder Sorbet, was man alles so machen kann. Und im Internet bzw. bei YouTube gibt es ja auch schon jede Menge Rezepte. Ja, gut, liebe Freunde. Ach so, großer Vorteil noch, was ich jetzt auch vergessen habe, ist natürlich, die Becher sind spülmaschinenfest. Das heißt, ihr könnt die dann einfach
nach Gebrauch in die Spülmaschine schmeißen und da werden die dann natürlich auch schön sauber. Messer kann auch mit rein, also alles top. Ja, liebe Freunde, so viel jetzt eigentlich zur Ninja Creamy. Das war's mit dem Unboxing und mit dem kleinen Testvideo. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt mir gerne was dazu unten in die Kommentare. Und ansonsten, liebe Freunde, wünsche ich euch einen schönen restlichen Sommer. Ich hoffe, ja, er bleibt schön heiß, denn dann lohnt sich natürlich auch so eine Eismaschine. Das ist natürlich auch immer so wichtig, dass der Sommer schön heiß ist, weil sonst hat man ja gar keinen Bock auf Eis, oder? Also gut, liebe Freunde, das war's. Vielen Dank für euer Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.